Hallo Lokführer, tut mir leid, dass ich Sie anrufe, aber ein Fahrer hat ein seltsames Licht auf der Strecke bei Büdesheim gemeldet. Sie müssen da hinfahren und dies überprüfen. Das werden wir machen. Und damit heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tremsim World 3. Yep. Steigen Sie also in die 365. Ja, ja. Und lassen Sie sich nicht vom Nebel täuschen. Was für Nebel. Es ist helliger Tag. Egal. Wir, genau. Fahren mal wieder Trains in World 3. Das hatten wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Quasi jetzt mal eine Alternative. Warum auch länger als nichts kam, das liegt doch einfach daran. Muss ich auch noch dazu sagen. Die Pollenallergie kickt wieder rein. Ich glaube, ihr wisst Bescheid, ne? Gut. Den Batteriehauptschalter auf an. Übernahme. Okay, wir können noch SIVA und PZB machen. Oder Indusi, was auch immer das hier heißen soll. Okay. Wir haben doch alles, ne? Moment mal, Licht noch. Da. Schön. Hinten ist nix, warum auch immer. Aber das ist mir jetzt egal. So, Instrumentenbeleuchtung kann man auch mal machen. Fenster auf. Wir wollen ja schließlich was hören und auch rausgucken können. So, genug gequatscht. Wir fahren jetzt mal los. Ja. Und bevor ich das machen tue, ich muss erstmal gucken, ob das mit der Aufnahme hier gerade funktioniert, weil die scheint mich ein bisschen zu veräppeln. Also irgendwie ist das ganz komisch. Ich meine, ich sehe das ja gerade selber, ne? Das ist gerade hier... Nö, scheint zu funktionieren. Egal. Machen wir mal weiter. Ich kriege jetzt aber Panik bei sowas. Ich weiß auch nicht, wieso. Wenn dann links mein OBS-Aufnahmeprogramm ist, ne? Und das halt nicht weiterzählt, weder... Ja, den Audioausschlag noch noch die Laufzeit, wie lange das Video schon läuft. Aber das Video läuft flüssig, warum auch immer. Egal. Ich hätte ja auch gerne mal einen 4K aufgenommen. Muss ich ehrlich sein. Doch, ich glaube, das verträgt sich mit dem Spiel halt immer noch nicht so geil, ne? Das muss man leider sagen. Ach ja, falls ihr euch gefragt habt, hab ich vergessen zu zählen. Wir sind auf dem DLC Niddertalbahn unterwegs. Was neu erschienen ist. Ich muss sagen, ich liebe es, ja. Ist so schön. Guckt euch das doch mal an, diesen ganzen Verschnitt hier links und rechts. Das ist doch geil. Oh, Tunnel. Nee, Brücke. Also irgendwie fährt das Ding sich komisch. Ich sehe das jetzt glaube ich auch rechts am Ausschlag. Das ist irgendwie... Oh. Oh, nein, zu schnell. Yep. Boah, die ganzen Bäume hier, ey. Oh, einmal pfeifen? Nee. Da vorne müssen wir pfeifen. Was ist das denn?
Okay. Finde ich gut. Oh, dieses, oh, diese schönen alten Meilensteine so unten, ne? Das ist. Ich liebe es. Wirklich. An sich würde das Spiel auch weniger ruckeln, wenn man das nicht aufnehmen würde. Es ist halt einfach so. Tut mir wahnsinnig leid. Deswegen gibt es auch kein 4K. Ich glaube, damit hat sich das auch geklärt. Falls mich mal welche fragen sollten, wann ich mal 4K-Qualität machen würde. Allein deswegen nicht, ja? Allein deswegen nicht. Nö, schön. Was war das denn? Habe ich mich gerade erschrocken, ey. Ach du Kacke. Ja, drück. Mein Gott. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich hätte ein Bild machen können. Allein an dieser Brücke hätte ich es machen können. Naja. Was war eigentlich nochmal unsere Mission? Wir sollten doch nach einem Signal gucken, oder? Nach irgendeinem Licht. Ich nehme an, die meinen Signal. Werden wir ja gleich sehen. Also ich mag die Lok schon sehr, muss ich sagen. Ein rotes Signal. Wo? Hä? Das ist doch... Alter, komm zum Stehen! Alter, komm zum Stehen! Oh! Kommst du wohl zum Stehen? Jetzt müssen wir wieder rückwärts. Ja, super. Komm schon. Komm schon. Wir fahren einfach noch mit angezogener Bremse los. Finde ich gut. Ups. Ja, das war wohl nichts, ne? Das mit X. Mein Gott, was ist das? Oh nein, es verschwindet. Schnell, sehen Sie nach. Hä? Was soll denn da sein? Soll ich jetzt... Ja, wahrscheinlich, ne? Soll ich jetzt aufstehen hier? Hin... Ja, wow! Wow, wirklich wow. Also, falls wir es hier mit Geistern zu tun haben, ich mache lieber mal die Tür zu. Ach, drauf geschissen. So. Nicht, dass ich mir meinen Zug noch klauen. Ich glaube, das ist auch schon Screenshot wert. Können wir mal probieren, würde ich sagen. Hat aber lang gedauert, bis es auslöst. Okay. What the? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das sieht so futuristisch aus. Kommt der Zug? Nee. Ist er weg? Nee. Hä? Hä? Es verschwindet wieder. Verschwinden wir von hier. Das wird uns sowieso niemand glauben. Ich glaube das auch. Oh Gott, das war eine Eule. Ich dachte gerade. Eine Eule sagt schon der Taube. Nicht, dass sie noch unter Zuglei weg ist. Was war das denn jetzt? Also.
ja, lieber mal lösen hier die Bremsen. Und weiter. Ist das jetzt dort immer noch? Nee. Ich trau dem nicht. Aber hier ist doch jetzt frei, oder? Ja. Lieber nochmal drücken, man weiß ja nie. Oh mein Gott, was war das? Oh Gott, das war Signal, Junge. Ich werde gleich panisch, ey. Das gibt's doch nicht. Komm, jetzt aber ein bisschen beschleunigen hier. Warum ist denn das so neblig jetzt auf einmal? Also, mal kurz anderes Thema. Ich finde ja cool, dass das dritte Licht oben in der Mitte, das ist ja hier oben, dass das hier drauf leuchtet. Das finde ich cool gemacht. Boah, halb blind hier. Wo bin ich jetzt eigentlich? Oh, ich muss anhalten. Also der Zug lässt sich auch nicht so einfach fahren. Das ist schon ein bisschen tricky hier. Reicht das ja? Haben wir den Verstand verloren? Fahren wir einfach weiter. Wir haben nichts gesehen. Ja, sehe ich auch so. War da was, Leute? Ich weiß es nicht. Es war nur ein komisches Geistessignal hier. So futuristisch, wie sie es nennen. Okay, darf ich jetzt weiterfahren? Okay. Warum kann ich nicht gleich weiterfahren? Warum muss ich hier anhalten? Erstmal noch checken, ob wir noch klar bei Sinnen sind. Ja. Oh, es klart auf, es klart auf. Oh, sofort haben wir Schatten hier. Auch schön. Oh, zu schnell, zu schnell. Oh, je, 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 je. Ah, passt schon. Der Motor, ey. Das ist mal übelst die Drehzahl hier. Wenn man in den Leerlauf geht. Oh, ich schreck mich jedes Mal von dem Kackdingern. Da. Also, wirklich. So, komm. Dürfen wir jetzt 60, bitte? Okay, interessante Ansicht. Oh, schön, ne? Also wirklich, das ist, mir gefällt das. Ein gesicherter Bahnenübergang, ja. Das ist gut. Warum schaukelt die Lok so? Was ist das? Ist wie so ein Schiff. Schaukelt. Man sieht auch richtig, wie das hier alles blüht schon. Scheiß Pollen. Aber Kirschblüten haben sie hier.
Gleich dreimal hier, Mensch. So unsicher hier. Boah, ich feier es. Sieht das nicht herrlich aus, Leute? Auch schön, ne? Die ganze Zeit diese Masten neben uns, ne? Das hat schon was Besonderes. Bin ja mal gespannt, wo wir jetzt eigentlich auch hinfahren, ne? Das ist ja... Also ich meine ja nur, ne? Wir wollen ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen von dieser komischen Geisterstunde. So. Oh, Gott sei Dank habe ich gedrückt, ne? Aber gerade noch so. Ein Vorsignal. Aber ist ja anscheinend nichts, ne? Das sehen wir ja hier, dieser Krügen. So. Diese Kack-Dinger, ey. Diese verkackten Signale, ey. Nein, die Schnellbremsung. Nein. Zu schnell. Verdammt. Egal, passt schon. Na los. Das wackelt. Was wackelt denn das so? Haben wir es damit jetzt geschafft, bitte? Ich meine, ich werde es doch schön finden. Weil irgendwie gibt es hier nicht großartig was zu tun, habe ich das Gefühl. Nee, nein, oh nein, es passiert schon wieder. Schnell verschwinden wir von hier. Erlaubnis schneller als Streckengeschwindigkeit zu fahren. Los, okay. Aber das ist doch rot. Ach nee, das ist ja nicht meins. Das war eine Falle. Wir sind hier im Geisterdorf. Eine Falle. Komm, volle Pulle. Volle Leistung. Aber über die Fenster zu, ne? Ich trau mir das hin, sonst nicht. So. Da. Volle Leistung. Wie schnell kann denn die Möhre? Ja, los. Gib alles, was du hast. Also, wenn man uns hier mit Ampeln verarschen will, dann finde ich das irgendwie komisch, dass die Schranken zu sind. Können sie auch die Schranken aufmachen? Ach, mehr als 60 ist nie? Ja, gut. Na, dann passt das ja. Boah, also ich krieg jetzt hier... Also, ich weiß nicht, was das soll. Geisterstunde. Am Tag. Na gut, früh ist, aber trotzdem. Da war rot. Ach nee, ach Gott. Da war noch so ein Signal. Ey, wirst ja panisch schon, also. Ein... Mitte. Ach so. Ja, nee, das ist falsch.
Gibt's nichts für hinten? Ne, das ist ein normales Signal, ne? Oh, hat gar nicht geblinkt. Na, eigentlich sollten wir eher nicht für Aufsehen erregen, oder? Das wäre dann blöd. Wenn wir hier wirklich noch geschnappt werden von keine Ahnung was. Motorstopp, nein, bloß nicht. Das sind alles Zombies. müssten eigentlich alles Zombies sein. Aber hier steht's ja doch. Hier steht aber 60 km/h. Achso, das sind 60. Oh, ups. Für die Zugfreaks unter euch, kann mir mal einer erklären, was Indusi ist im Unterschied zur PZB? Es wäre sehr nett, wenn das mal einer in den Kommentaren schreiben könnte, warum das hier so heißt. Oder ob das vielleicht einfach noch so früher hieß. Ach schön, wie einfach von 0 bis 10 km/h einfach noch. Selbst 1 km/h. Ja gut, würde das Sinn machen. Das ist ja eher eine Rangierlok als alles andere. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Hat der Spukmann hier ein Ende? Wir fahren so schnell, aber das ist mir egal. Wir dürfen ja schneller fahren. Hat man uns gerade gesagt. Wer ist eigentlich bei mir? Ist ja niemand. Den Sinn habe ich bis heute noch nicht verstanden in dem Game. Ups. Bitte hört das mal auf irgendwann. Ich will das nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Oh mein Gott, ducken! Also, ein bisschen gestützt werden muss das schon noch ein bisschen mehr. Oh, ein Gleis. Oh, ein totes Gleis. Wie gruselig. Als ob sie nicht schon genug spukt. Ach, komm. Es gibt keine Geister. Können wir auch pfeifen, ja. So. Auf einmal. Ah ja, Bremsen macht keinen Sinn, wenn der Motor an ist. Leistung gibt, meine ich. Ich würde sagen, wir lassen das Teil jetzt rollen. Oh, guck mal, wo wir sind, Leute. Das sind eigentlich gleich 40, ne? Oder? Ja. Das waren jetzt aber moderne Signale, ne? Das war jetzt kein. Also, ich richtige Signale, das war jetzt keine Geister, ne? Ja, das wird ja nicht funktionieren. Weil man weiß ja nie, was Geister so viel Kräfte in sich besitzen, ne? Mir ist das nicht geheuer. Also ich habe viele Fragen zu diesem Szenario. Schon scary, Alter. Das ist ja... Nee. Nee. Will ich nicht nochmal spielen. Cool ist es. Auf jeden Fall. Aber irgendwo hört der Spuk auch auf. Hehe. Spuk. Viel zu früh gebremst, ey.
Mal bitte. Wir scheinen jetzt aber bei einem sicheren, größeren Bahnhof angekommen zu sein. Bad Vilbel. Zählt das oder muss ich noch vor? Na, besser ist das. Ich hoffe wirklich, dass es nur ein Traum war. Sehen wir nach. Wie jetzt? Achso, zu Ende. Haben wir wirklich nur geträumt, Leute? So würden wir jetzt hier aussteigen und nach Hause gehen. Nein, es war nur ein Traum. Gott sei Dank. Ja, schön. Ja, was soll ich sagen? Das ist zu Ende jetzt, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gott sei ein Kack.